Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Doom. Mit der Arschlochrichtung zerstört. Du hast durch die Hölle gekämpft und bist zurückgekehrt. Aber jetzt eben die Dämonenanschau auf den Mars. Du musst einen Weg finden, das Heimportal zu schließen, das Olivia geschaffen hat. Na gut, okay. Die Hölle auf dem Mars, okay. Also sind wir jetzt zwar von da runter, von der Hölle, aber sind jetzt hier direkt im Mars. Ja, und zwar wir haben auf dem Mars, aber. Hier geht's sozusagen weiter. Die Mauer ist zerstört. Das Portal kann nicht mehr von hier aus geschlossen werden. Die Höllenenergie entströmt einem Ort in ihrer Welt, den wir den Brunnen nennen. Aber du bist zurück. Der Einzige, der zwischen den Welten wandeln kann. Es gibt also vielleicht einen Weg. Vega versucht, auf Olivias Dateien zuzugreifen. Geh zum nächsten Terminal, dann geben wir dir neue Informationen. Das ist vorerst alles. Also, vorher alles, also... Gut. Danach werde ich noch umgebracht und sonst was, aber... Wissen ist Macht. Höllenbaron! Weißt du, wo denn? Nein, der Höllenbaron ist weg. Da. Das da. Es ist offensichtlich, dass Barone wilde Kämpfer sind, deren Blutlust jedes anderen Dämonen übertrifft. Barone sind größer und schneller als ihre niederen Brüder. Außerdem können sie aus Höllenenergie Feuerbälle erschaffen, die sie auf Gegner schleudern. Es wird angenommen, dass die meisten Mitglieder der gescheiterten Expedition des Lazarus-Projekts MTC-2145-128 von Höllenbaron ausgeschaltet wurden. Nähere Details hierzu existieren jedoch nicht. Alte Tafeln, die während der automatisierten UAC-Erkundung der großen Steppen im Jahr 2143 entdeckt wurden, legen nahe, dass Höllenbarone die königliche Garde des unbekannten dunklen Herrschers des vierten Zeitalters sind. Zwar ist nichts über dieses Wesen bekannt, da die Macht der königlichen Wachen zugenommen hat, musste aber davon ausgegangen werden, dass auch die Macht ihres Herrn gewachsen ist. Oh ja. Oh. Yo. Danke. Danke fürs fast umbringen. Sehr freundlich. Danke. So, sehr hilfreich. Ach du Scheiße. Oh nein. Gelangen wir zum Archon Tower? Oh, wie süß. Das war niedlich. In jeder Karte gibt es zwei UAC-Marientypen zu entdecken. Beide werden hier ein Modell freigeschalten, das du anschließend im Sammelstücke-Menü ansehen kannst. So alle zu finden. Okay, ja. Ganz ehrlich, sowas ist halt immer, ja, weiß ich nicht. Ich bin von sowas ganz ehrlich, muss ich sagen, kein Fan. Und die hier nehmen? Wir. Na gut, Gesundheit gab es nicht, aber man kann ja alles haben. Wow. So. Ich hatte eben schon kurz Angst, dass da irgendwas auf mich wartet. Ah ne, hier muss ich nicht hin. Nee, nee. Nee, jetzt bin ich ja wieder zurückgelaufen. Oder in ist eine Rundprüfung. Ah. Ja, das sieht schon mal richtig aus, ja genau. Ist das? Nix. Achso, ich dachte. Hier ist zu. Da komme ich halt niemals. Oh Gott. Was? Oh Gott, das geht? So weit? Ach du Scheiße, ich hatte dich hier nicht gedacht.
Ja, ist es jetzt hier ein Jump'n'Run-Spiel oder ist es ein Ballerspiel? Versucht den mal zu entkommen, den Leuten. Oh, ehrlich, meine Waffe gegen die Baronen. Boah, Alter. Eine Chain Gun. Eine Chain Gun, Leute. Wie hat die? Eine Chain Gun? Achso, jetzt muss ich hier drauf drücken. Ja. Oh ja, Gesundheit gibt's nicht, ne? Okay. Na gut, dann, wo denn? Hier? Da. Olivia hat ein Artefakt in ihrem Privatlabor, das wir schon seit Jahren untersuchen. Ich glaube, damit findest du die Antworten, die du suchst. Denn es trägt dein Zeichen. Olivias persönliches Labor ist nicht in der Datenbank der Einrichtung registriert. Um es zu finden, ist Freigabestufe Alpha erforderlich. Erteilt. Danke. Sehr freundlich von dir. Du kannst die Lazarus-Labore über den nördlichen Teil des Forschungskomplexes erreichen. Es sind etwa 80 Kilometer. Ich aktiviere das Zugsystem. Aber dafür wirst du eine Schlüsselkarte für die UAC-Einrichtungen brauchen. In der Nähe ist eine Sicherheitsstation. Ja, zum Glück werfen wir auch mal alle Schlüsselkarten ordnungsgemäß nach einer erfolgreichen Mission weg. Das ist immer richtig geil. Weil das bringt alles noch richtig sinnvoll, wisst ihr? Das gibt nämlich Sinn. Oh. Darf doch mal, ne? Ich brauche ein bisschen Energie. Bitte ausgleichen hier. Oh Gott. Oh Gott. Mit dir. Hallo. Danke. Danke für die Energie. Danke für die Spende. Danke für die Spende. Wir sehen uns bald wieder. Ja, also die ist geil, die Waffe. Aber ich glaube, die ist dafür ungeeignet. Also nicht ungeeignet, aber. Ich glaube. Komm schon. Ja. Danke. Wie bitte? Was willst du mich abknallen? Nee, nee. Hey. Danke, ich will kein Augenlasern. Was? Oh Gott, die Rüstung. Oh Gott. Weg mit dir. Oh. Und tschüss! Yeah! Ist schon interessant. Hallo! Was tun wir? Ich bin Freigang. Wo hast du einen Freigang gehabt, Alter? Ja, ich muss ja mehr mit diesem Springtool arbeiten, kann das sein? Oh Junge! Danke! Okay, ich muss mehr springen. Ich muss und zielen. Und bam. Moment, dann geht das sogar noch. Hier war aber noch ein, hier war eben noch ein kleiner Zwerg. Aber da bin ich immer ganz zufrieden mit meiner Leistung. Also ich hätte nicht den Kampf überhaupt überlebt. Also muss ich sagen, hätte schlechter aussehen können. Hätte. Ist aber ganz gut ausgegangen. Also beschwere ich mich nicht. So. Ja gut. Dann ab nach unten, ne? Ja, ja. Und ab. Jo, was war das denn? Hab's genau gesehen, wie ihr gespawnt seid. Also nee, das ist unfair, ne? Guten Morgen. Na?
Ich möchte eine Medizin. Nicht so gut, kann ich mir vorstellen. Oh, gut, den soll ich vielleicht nicht mit der Pistole anschießen, weil dann denkt er sich auch nur, will der Tür irgendwie nicht verarschen. Aber Arschloch. Bist du gesoffen? Bist du so schnell, ne? Er tot oder was? Er ist tot. Okay, warte, die hol ich mal kurz. So, okay. Kann zufrieden mit mir sein. So. Aber ich muss uns ehrlich sagen, wir kommen auch gut aus den Kämpfen wieder raus. Bis jetzt. Bis jetzt können wir ja nicht beschweren. Gibt's ja noch ein Blutnest? Ah nee, da hinten gibt's aber da hinten gibt's was anderes Schönes, Leute. Nämlich genau eine schöne Herausforderung. Umprüfung, sammle alle 15 Relikte und erreiche das Ziel, bevor die Zeit abgelaufen ist. Wie eine deutliche gesteigerte Bewegungskontrolle im Flug nach einem Doppelsprung. Ich glaube, die Rune sollten wir auch nutzen. Bewegung im Flug. Und wie sehen solche Höllenrelikte jetzt hier aus? Ja. Okay. Hat so den ja aus, okay. Ja, ich beeile mich schon. Hallo. Hey. Nein. Ey, wie fies. Wie genau, wie fies ist denn das? Oh, leck mich doch am Arsch, Alter. Ohne Witz. Oh, war es gemein. Okay. Was? Ja, okay, kann vergessen. Und vergessen ist zu knapp. Ja, okay. Ah, wir nehmen einen Fehler. Ach du Kacke. Das ist wieder. Ey, das ist so fies gemacht, Alter. Es ist so fies. Es ist so gemein. Ey, ohne Witz, es ist so gemein gemacht. Aber cool. So. Also. Oh Gott! Na oh, gut, okay. Aber ist echt fies. Also das ist echt wirklich genau abgezählt worden. Also cool gemacht. Ich mag das. Es nimmt ein bisschen Abwechslung bringt das mit rein. Das ist richtig geil gemacht. So, ja, genau. Ich habe einen neuen Platz freigestellt. Also sehr gut. Dann würde ich natürlich erstmal bietet eine deutliche. Genau. Ja, das brauchen wir zum Beispiel nicht.
Aber gut. Ah, sehr schön. Bewegung im Flug. Jene, die vor Ihnen kamen und jene, die mit Ihnen arbeiten, haben alle dasselbe Ziel. Ein neues Zeitalter für die Menschheit einzuläuten. Das neues Zeitalter geschafft. Zusammenzuarbeiten. Ah, das ist ein neues Zeitalter. Wenn man das als neues Zeitalter sieht, ja. Das Dürfen war es ein Schwein. Dämonischer Vorstoß. Yo! Die Zip ist in der Wurst. Oh Gott! Das war noch nicht gewettet, ne? Ja, eine Augen-OP. Kostenlos! Komm her, Alter, das ist so ein Wassenschwein, ey, das ist ja voll krass. Oh, schon aufgeschlitzt, Leute. Schön aufgeschlitzt, so. Ganz, ganz klar. Oh. Aber, okay, über die springen ist nicht so gut. Und Augen-OP. Augen-OP, sicher und transparent. Nicht nur in ihrer Nähe. Bäm! Das böse Wassenschwein, ne? Ich kann jetzt mich um den Dummkopf dazu kümmern. Wenn jemand auf mich. Doch, der schießt jemand auf mich. Gut, jetzt nicht mehr. So. Jetzt kommt er ran. Sehr gut. Danke. Kein mehr. Ey, ich will jetzt voll kriegen. Und bei nur eigentlich nur 30 ist das easy. Gut, sofern die Gegner dann auch durchhalten. Ha. Der hatte Hunger. Dieser Dämon hat wohl ihre Schlüsselkarte. Sie müssen sie wiederholen. Ohne Zugangsberechtigung kommen sie nicht in die Bahnstation. Samuel Hayden. Bevor Samuel Hayden starb, stellte er eine Anleitung und Entwürfe für einen neuen Körper fertig. Einen bionomischen Automaten mit einem plasmatronischen Kern. Einem biomechanischen Gehirn. Samuel verfügte, dass seine Stirnlappen und Temporallappen intakt bleiben sollten, während die Funktion seines Parietallappen und Okzipitallappens überdrückt und mit dem plasmatronischen Kern verbunden werden dürfen. Samuels Persönlichkeit, Gedächtnis, Verstand und Begriffsvermögen sollten auf dieses neue Gerüst übertragen werden. Seine Wahrnehmung und mathematischen Fähigkeiten wurden jedoch drastisch verstärkt. Angetrieben von einem Atemspeicher und später einem Atemakkumulator, erwies sich dieser quantische Transfer als Erfolg. Samuel kehrte größer, stärker und furchterregender als zuvor zurück. In einem 3 Meter großen Mechanoiden, als seine Entscheidung, eine derart große mechanische Erscheinung zu wählen, in Frage gestellt wurde, erwiderte Samuel, die Zukunft der Menschheit zu bestimmen. Das ist eine gefährliche Sache. Man weiß nie, ob man nicht vielleicht einmal einen Helden braucht. Stammzellen und neutrale Konditionierungsmittel sorgen dafür, dass sich seine organischen Bestandteile, insbesondere sein Gehirn, ständig neu bilden. Er existiert nur bereits seit 130 Jahren. Man geht davon aus, dass seine natürliche Lebensspanne nicht begrenzt ist. Es sei sein Körper sei schon lange verstorben, aber seine Seele liebe für immer. Alter, das ist krass. Okay, das ist krass. Krass. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's ja weiter mit Let's Play Doom. Ich hätte vorher das nicht aufmachen sollen. Aber bis zur nächsten Folge rein. Tschüss, euer Pirates. Ciao.